Was machen wir denn jetzt? Nicht weinen. Wir kriegen das schon hin. Aber ich habe gerade auch keinen Plan, wo es weitergeht. Also, der Kerl war ja da hinten, ne? Aber hier ist nichts. Habe ich mir nicht noch irgendwo einen Weg freigehauen? Oder von wo kam ich eigentlich? Hier sind ja zwei Wege. Moment, den hier haben wir noch nie gesehen. Dann müssen wir da lang. Ja, ich denke, hier müssen wir lang. Da ist ein weiterer Helfer gefallen. Komm, Jody, ich weiß, es ist schrecklich, aber du kriegst das hin, Mann. Bleib stark. Das ist echt crazy, ey. Ich fand's auch krass, wie sie versucht hatten, die anderen da noch einzuschließen. Als ob die irgendwas dafür könnten. Ich gehe mal davon aus, es hat irgendeine Einzelperson versaut. Und ja gut, die haben natürlich versucht, die Existenzen einzusperren, aber... hätte denen eigentlich klar sein müssen, dass das nicht funktioniert. Der Forscher hat's ja auch gesagt. Kann ich da jetzt eigentlich durch oder so? Ich bin manchmal ein bisschen orientierungslos. Doch, da geht's weiter. Hier war der Weg jetzt die ganze Zeit irgendwie nicht ganz so klar. Naja, wobei, wenn man die Augen aufmacht schon. Moment, das geht nicht auf. Von wegen. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. So. Am besten schaue ich auch gleich mal rein, was da abgeht. Oh. Okay. Aber Moment mal. Wenn Flammen diesen Monstern wirklich schaden, dann... Boah, was zur Hölle? Dann fürchte ich... haben die das jetzt bewusst gemacht. Damit sie sich hier frei bewegen können. Wird das wieder geschlossen? Ah ne, jetzt ist es richtig offen. Bleib bei mir, okay? Ja, ja, kein Ding. Oh oh, oh oh. Nein. Was wollt ihr denn alle, Mann? Oh Scheiße, komm schnell, geh einfach durch, geh durch. Ganz witzig. Sind wir jetzt hier bei Paranormal Activity oder was? Oh! Oh nee! Was? Was? Lauf! Oh nein! Tür. Hoffentlich. Hey, das sieht gut aus. Komm. Da kommst du durch, da kommst du durch. Ich glaube, wir sind nah am Ziel. Kondensator ist nah. Ich fühle das Echo der anderen Seite. Lass uns vorsichtig sein.
Möglicherweise kommen wir ungesehen durch. Wenn du das schon so sagst, dann glaube ich da eher nicht dran. Ja, danke, Kamera. Ich sehe, dass sie da liegen. Ich befürchte nur, die werden da nicht liegen bleiben. Es braucht ja nur einer, einmal seinen Arm auszufahren, mich zu packen. Da kommen wir doch niemals einfach so durch, oder? Ich ahne Böses. Eine Karte, sagt sie. Aiden, kannst du die aufspüren? Weil wenn, dann will es ja wohl einer hier im Raum sein, oder? Der die Karte hat. Vielleicht der da. Der liegt so ein bisschen auf dem Präsentierteller. Ja gut, er hat zumindest so einen Ausweis. Ich weiß nicht, ob das das ist, was wir suchen. Mit Aiden interagieren kann ich schon mal nicht. Moment, ich guck mal. Aber kann gut sein, dass... Ah, nein, hier. Hä? Ah, nee, doch nicht. Die konnte ich jetzt nur betrachten. Ja, schöner Anblick. Wird es wohl der Typ sein. Auch nicht? Ah, doch. Ja. Treffer. Das war ja klar. ETF. Bleib da! Was? Was? Lauf! Was machen die da? Hallo? Geht's doch? Oh! Gute Idee! Komm schon! Ein, ich brauch dich jetzt! Was? Dein Ernst? Geh auf, verdammt! Oh! Ich kann die attackieren! Das sind viele. Komm schon. Zu viele. Geh auf, verdammt. Alter, das schaffe ich niemals. Das war knapp, ey. Fuck. Was kommt jetzt? Noch eine Karte? Bitte nicht. Ich gehe da nicht nochmal zurück. Okay. Noch mehr Tote. Aber was ist das? Ist das das Portal? Irgendwas Krasses geht da vor sich. Aiden. Was sagst du dazu? Und was wird da rum? Ist das das... das Hauptmonster? Gucken wir uns gleich an. Ich will nur überprüfen, dass wir hier nichts übersehen. Nee, passt alles. Wir können uns allerdings noch den Tod von diesem Typen anschauen. Ich glaube, das wird am interessantesten. Ja, mit Sicherheit. Ups. Schlechterin, ne? Ja, was los? Irgendwas passiert da. Der Energielevel im Kondensator steigt immer noch weiter. Wir müssen ihn jetzt runterfahren. Los! Ich kann nicht! Hey,
Das müsst ihr auch an Dingen forschen, die ihr nicht wirklich verstehen könnt, verdammt nochmal. Diese Vollidioten. Ja, aber ich kann doch da jetzt nicht einfach reingehen. Really? Ja, und was dann? Oh. Ja, sag ich doch. Lieber erstmal abschalten, was? Muss ich das jetzt per Hand machen oder mit einem? Hä? Bin ich grad doof? Ich check's nicht. Was wollen die von mir? Vor allem, welcher der 1000 Computer war das gerade, der abgebildet wurde? Ich dachte, der oder dem Typen, aber... Ach nein, hier. Ja, okay. Ah, okay. Sein. Nein, das... Wie bitte? Oh mein Gott. Ich sprinte ganz schnell zur Konsole. Ich renne und du beschützt mich vor den Existenzen, okay? Ja, okay. Los geht's. Ja, wie muss ich jetzt sie oder Aiden steuern? Oder beide? Offensichtlich erstmal sie. Aber muss ich dann im richtigen Moment zu Aiden wechseln? Das verstehe ich nicht. Ah ne, es passiert automatisch. Es passiert automatisch. Ja, aber was ist meine Aufgabe? Was ist meine Aufgabe? Ich kann nichts machen. Ah, ich kann den angreifen. Warum auch immer. Ich sehe ja nicht mal was. Oder ich konnte doch beide angreifen. Moment. Oh mein Gott, das kriege ich niemals hin. Ich sehe ja kaum diese Lichter, Alter. Mal musst du die Viecher auseinanderziehen, mal zusammendrücken. Ach du heilige Scheiße. Oh komm schon, es ist nicht weit. Es ist nicht weit. Renn, 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 renn. Oh mein Gott, nein. Das darf doch nicht wahr sein. Ist das Ding tot? Okay, du bitte auch. Sterben! Ja! Renn weiter. Oder? Nein, da ist noch ein so ein Biest. Eine ganz hartnäckige Sorte. Und die nächste. Verpiss dich! So, jetzt aber. Komm, da ist die scheiß Treppe. Spring! Na, komm schon. Die Leiter! Ein los! Ich bin ein bisschen in Panik. Geht's noch langsamer? Mein Gott! Lass dir doch nicht so Zeit, Mädel! Was ist das für ein komplizierter Weg zum Ziel? Naja, sie wird schon hoffentlich wissen, was sie tut. Oh, man. Wenn jetzt einer angreift, was mache ich dann?
zusammendrücken. Komm schon. Tür. Und hinten ist auch noch so ein Biest. Fick dich. Oh, wie viele noch, Mann? Die meisten muss man zusammendrücken irgendwie. Kein Ding, kein Ding. Das war das Einfachste bis jetzt. Komm. Nochmal hoch und dann haben wir es doch schon fast geschafft. Mann, kletter schneller! Da ist hier links sogar faster unterwegs. Oh, X. Was jetzt? Springen? Oh, Hilfe! Ich bin auf so eine Scheiße nicht vorbereitet. Attackieren! Attackieren! Ist er weg? Ey, du siehst doch hier gar nichts, Mann! Ich weiß nicht, was ich machen soll. Drücken, ziehen... Jetzt drücken, okay! Scheiß viel Sound, aber war nicht der Einzige natürlich. Aber hier auch drücken, denke ich. Oder? Vielleicht muss man auch einfach nur den richtigen Moment abwarten. Jetzt stirb doch bitte endlich! Ja. Komm. Mach! Es ist da vorne. Oh je. Bitte nicht. Ah, spring! Nochmal! Nicht liegen bleiben jetzt. Einfach durchrennen, durchrennen. Gute Idee. Mach auf. Geschafft, ja? Ja. What the fuck? Wow. Aiden? Aiden, bist du da? Aiden! Okay, der ist auf jeden Fall noch da. Alles gut. Ich dachte, du wärst weg. Jody, ich hätte dich da niemals reinschicken dürfen. Es ist alles meine Schuld gewesen. Es war meine Schuld. Mein Gott, ich hatte solche Angst, dich zu verlieren, Jody. Lass nicht zu, dass sie das wieder tun. Wenn sie ein Portal öffnen, wird alles verloren sein.
Ja, würde ich doch auch mal vorschlagen, da die Finger von zu lassen. Weil das war schon ziemlich heftig gerade. Was ein Kapitel. Wie bitte? Channeling mit allen Leichen? Haben wir gemacht? 26%, was heißt das? Channeling. Ach, diese Datenübertragung da, oder was? Den Tod gesehen. Wie bitte? Die waren doch alle auf dem Weg. Wieso haben das bitteschön 74% nicht hingekriegt? Kondensator ausgeschaltet, haben 79% hingekriegt und den besessenen Wissenschaftler umgebracht haben. Warte, man konnte den retten? Als ob. Ja, wahrscheinlich nicht zuschlagen und da. Ach komm, wer kommt denn auf sowas? Jeder bringt den doch um. Gut, bis auf 4% halt. Also das war ein unfassbares Kapitel. Mittlerweile weiß ich gar nicht, was ich sagen soll. Wie geht das denn jetzt bitteschön weiter?